Verstanden. Wir setzen uns in Bewegung. Es ist soweit. Alle bereit? Natürlich sind wir bereit. Wir haben lange genug darauf gewartet, den Galeanen zu zeigen, wessen Grund und Boden sie beschmutzen. Also gut, los geht's! Jeder Tag ist wie der andere. Ich frage mich, was es hier zu bewachen gibt. Nanu? Achtung, hier Castrum Fluminis. Erstatte dringend Meldung. Bewaffnete sind in den Stützpunkt eingedrungen. Hier, Lise. Die Galear rücken auf unsere Position vor. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Wir versuchen, sie so lange wie möglich beschäftigt zu halten. Ich liebe die Schlacht. Die Welt soll Zeuge von unserem Mut und unserer Stärke werden. Nur, dass ich neben einem tollwütigen Weib durch die Lüfte reiten muss, das ist eine jämmerliche Schande. Deine Zunge ist unbarmherzig, aber ist deine Axt es auch? Heute ist der Tag, es zu beweisen. Da sind die Hunde. Hol sie dir. Wollt ihr noch mehr? Kommt, meine Brüder und Schwestern, und kämpft! Kämpft für die Ehre unseres Vaters, des Sonnengottes Azim! Die Aura leisten ganze Arbeit. Tun wir es ihnen gleich. Seht nur! Die Barriere! Alfino und Alize haben es geschafft. Mit tatkräftiger Unterstützung, wie es scheint.
Kapitäne der Konföderation, hört ihr mich? Die Barriere ist gefallen. Rückt mit den Schiffen vor und schützt die Bewohner der Enklave. Die Blaupanzer haben es geschafft. Die Burg füllt sich mit Wasser. Jetzt sind wir an der Reihe. Los, holen wir uns die Burg zurück. Statthalterin, die Lage ist ernst. Die Außenmauer wurde gesprengt. Wasser dringt in die Burg ein. Das ist mir nicht entgangen. Er ist also wirklich bereit, seine Burg für die Zukunft seines Volkes zu opfern. Edelmütig und selbstlos. Wie ein Samurai. Was ist mit dem Hornochsen? Die Operation wurde gemäß Aulus' Anweisungen durchgeführt. Erfolgreich, soweit es scheint. Dann ist er vielleicht doch noch zu etwas Nütze. Kaisertreue, Ehrgeiz, Rache. Wer einmal einen dieser Stachel im Herzen stecken hat, wird ihn nicht mehr los. Nun denn, lassen wir die Funken des Krieges aufsteigen bis zum bitteren Ende. Herr Gut, Herr. Ich habe eine Nachricht von Zenos Jägalbus an das Heer. Wer aufgibt, hat sein Leben verwirkt. Und das seiner Familie. Kämpft bis zum Tod. Jawohl, ich gebe das Signal zum bedingungslosen Kampf. Der Sieg wird unser sein. Und wieder kommen die Domana, um mich in die Knie zu zwingen, um mich leiden zu lassen. Aber ich bin noch nicht am Ende. Ich werde mich nie wieder von ihnen demütigen lassen. Thank you.
Wenn es einen guten Grund gibt, warum ich dein Leben verschonen sollte, dann sprich. Sag es mir. Von Domanerin zu Domaner. Spiel dich nicht so auf. Du kennst das alte Doma doch nicht einmal, du selbstgefälliger Wichtigtuer. Soll ich dir etwas über das gute alte Doma erzählen? Meine Stiefeltern haben mich behandelt wie ein Stück Vieh. Und während ihr verwöhnter Sohn die Karriereleiter der Armee hochgehoben wurde, wollten sie mich, die Schande der Familie, loswerden und haben mich als Braut verkauft. Sie scherten sich einen Dreck darum, wie das alte Schwein mich behandelte. Sie wollten meine Tränen nicht sehen und meine Schreie nicht hören. Wo war es denn, als ich gelitten habe, das gute, alte Doma, das freie Doma? Nur die Götter zeigten sich mir gnädig und schickten meinem Peiniger eine Krankheit, die ihn früh ins Grab brachte. Ich wurde als Teil seines Nachlasses abermals verkauft. Doch diesmal bot sich mir eine Chance, für den galeischen Geheimdienst zu arbeiten. Eine glückliche Fügung des Schicksals. Ich erhielt einen Sold und lernte zum ersten Mal, was es heißt, für mich zu leben. Das hätte schon alles sein können. Doch dann kam dieser Aufstand, den die Galea schnell und brutal niederschlugen. Wie die Schwächlinge heulten und wimmerten, als sie zu meinen Füßen lagen. Diese Würmer, die nichts als Verachtung für mich übrig hatten. Das war das Doma, nach dem ich mich fortan sehnte. Ich habe mich nicht kleinkriegen lassen. Ich habe dem Schicksal getrotzt, egal wie hart es mit mir umsprang. Von euch brauche ich mir gar nichts sagen zu lassen. Oh, kommen wir endlich zum letzten Teil dieser lang erwarteten Zusammenkunft. Die Frage ist nur noch... Verlasst ihr die Burg tot oder lebendig? Sie will die ganze Burg in die Luft jagen. Du verlässt sie schon mal nicht lebendig, Verräterin! Nichts wie raus hier! Alle! Es sollen sich alle in Sicherheit bringen! Lauft! Ich kann die Decke nicht mehr lange halten! Gosetsu, ich lass dich nicht im Stich! Bring Prinz Hien und die Kriegerin des Lichts in Sicherheit! Das ist nun deine Mission! Lasse mich von niemandem
runterkriegen. Ich habe schon viele Lasten in meinem Leben geschultert, aber diese ist die leichteste. Geht, meine Freunde, geht und ruft den Domanern zu, ihr seid frei. Ich habe zu danken. Dafür, dass ich dieses Abenteuer mit dir bestreiten durfte. Und dafür, dass Burg Doma endlich vom Gestank der Galear befreit ist. Gosetsu. Ich kenne keinen, dem mein Vater und ich mehr zu verdanken hätten. Du hast uns immer zur Seite gestanden und für unsere Sache gekämpft. Mit all deiner Kraft und Weisheit. Du bist und bleibst ein Dickkopf, Gosetsu. Eins verspreche ich dir. Ich werde ein neues Doma errichten. Ein Doma, auf das du stolz sein kannst. Danke schon. Wo seid ihr? Weine, Domanerin. Keine Tränen der Freude, denn dein Land ist wieder frei. Was bin ich froh, dass ihr alle da seid. Aber wo ist denn Gosetsu? Wartet, ich kehre um und hol ihn. Flieg weiter, Serena. Gosetsu ist jetzt frei. Frei wie sein Heimatland. Ja, bringen wir uns in Sicherheit. Die anderen werden schon warten.